Zu Dark Wars. Wir waren beim letzten Mal bei dem Mission mit dem Bier liefern an den Händler und sind von dort wieder zurück. Wir haben Breitmäuler verloren und Ja. war nicht so leicht, aber wir haben eine wichtige Information bekommen. Wissen, auf den Träger roten Rüstung in Acht nehmen. Mal gespannt, was heute passiert, ne? Wir müssen jetzt heute Kontakt mit dem Schmuggler aufnehmen. Das hat uns ja dieser Barkeeper gesagt, um unsere Belohnung zu bekommen, da der Barkeeper die Belohnung nicht hatte. Ja, dann gehen wir mal gucken, was mal Sturmtruppler so treiben. So darf man immer noch, Hupsa. Ja, die sind schon alle aufgestanden. Auf Mamo. Captain Phasma. Sind Sie Morgen, guten fit? Morgen, mein Lord. Natürlich, mein Lord. Wir haben einen Maschinenraum gekriegt. Hat unser Bauingenieur schon erledigt. Was? Sturmtruppler zum Appell. Wir machen wieder eine Konferenzsitzung natürlich. Sturmtruppler, wir treffen uns im Konferenzraum. Tische gerannt. Da war kurz die Tür. Hallo, mein Schön. Lieber. Das hat cool ausgesehen im Feuer. Nicht alle eingetroffen. Sturmtruppler. Ja. Ja, auch mal wieder aus ihrem Kryo-Schlaf erwacht. Mein Lord, ich konnte den Architekten nicht finden. Der Architekt fehlt. Mein Lord, ich war schon los, Steine sammeln wieder. Wir Morgen haben geht wie der immer die Spaziergang. Besprechung. Sehen Sie, der Sturmtruppler aus dem Kryo-Schlaf ist endlich erwacht. Mir Das ist scheint, dass schön. deine Kryo-Schlafkammer eine Füllfunktion hatte, eventuell. Das gilt es zu überprüfen. Schön, dann haben wir endlich mal eine ordentliche Sturmtrupplerzahl heute. Sehr gut, sehr gut. Mein Schüler, ich möchte, dass du dir ein Funkgerät zulegst und immer die Schmugglerfrequenz drin hast. Sobald der Schmuggler mit uns Kontakt aufnehmen möchte, bist du sein erster Ansprechpartner. Die Frequenz ist 815. Verstanden, Meister. Hast du ein Funkgerät schon? Ja. Captain Phasma, unser Kryo-Schlaf-Sturmtruppler braucht noch eins dieser GPS-Geräte. Ich werde ihm nach der Besprechung eins aushändigen. Mein Architekt, was haben Sie heute vor anzufertigen? Meinem Schüler sein Gemach oder? Wie erwünscht, mein Lord. Keine anderen Pläne? Okay. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Die füllen mit dem schlafenden Sturmtruppler das Lager erstmal auf an Ressourcen. Natürlich, mein Lord. Und ich werde mit meinem Schüler neue Springer organisieren. Irgendwelche Fragen? Nein, Nein? mein Lord. Gut, dann wegtreten.
Ich würde sagen, diese Nacht machen wir durch, da wir erst erwacht sind. Zu Befehl, mein Lord. Sturmtruppler 151. Es gilt, Steine zu fahren. Rüsten Sie sich aus. Warum leckst du? Sturmtruppler zurück! Captain Phasma hat unsere neue Waffe vergessen. Wir brauchen einen Steinschneider. Vielleicht kann Ihnen der Architekt einen zeigen. Da ich Captain Phasma im Moment nicht sehe. Dieses dürfen Sie nicht verlieren. Wir haben nur dieses eine. Und Sie benötigen Plasma. Das habe ich von meiner Waffe schon. Sparsam verwenden. Ich werde darauf aufpassen. Spaß. Mit dem Hebel an der N-Seite können Sie das Werkzeug umstellen. Hoffentlich hat er das verstanden. Die Tür klemmt! Mein Lord, ich werde mich mit den Tieren vertraut machen und versuchen, mit denen einen Stein zu zerbrechen. Ja, wir konnten ja das nächste, letzte Mal diese Information erhalten, dass dies möglich ist. Versuchen Sie das. Ich muss Captain Fass mal finden. Ihr Garten blüht ja richtig auf. Mein Lord, wo wissen Sie zufälligerweise, wo Steine waren? Ich war eigentlich... Folgen Sie dem Architekten. Er ist zurzeit im Tierlager. Ich brauche Fackel, es ist dunkel diesmal. Da war ja Captain Phasma. Captain Phasma, haben Sie Ihre Gartenarbeit schon kontrolliert? Er blüht hervorragend, der Garten. Sehr gute Arbeit. Es fehlt nur noch ein Sturmtruppler, der dem Kochen vertraut ist. Ressourcen an Nahrungsmitteln, was zaubern kann. Diese Wasserader, die Sie hier angebohrt haben, können Sie das auch irgendwie in die Base leiten? Ich hätte gerne in jedem Gemach eine Trinkquelle. Man müsste gucken, ob dies möglich ist, ob diese Ader denn genug Wasser fördert dafür. Wenn nicht, der Architekt hat ja auch schon hier... für das Regenwasser zu absorbieren, Tanks aufgebaut. Vielleicht kann man das irgendwie in unsere Basis leiten. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass mal Schüler hier irgendwo rumlatscht. Hallo, Wayne. Ja, Meister. Kontakt mit dem Schmuggler aufnehmen. Dann Meister. Wo ist Ihr Funkgerät? Bei 815. Ein bisschen herauszufinden, wie es funktioniert. Sie nehmen es in die Hand. Dann einschalten. Dann die Frequenz wählen. Den Bestätigungshaken setzen.
Und dann sprechen. Mr. Sky? Ich bin Kylo Ren. Nein, das ist richtig. Wir wollen unsere Belohnung. Wir wollen unsere Belohnung. Die Lieferung war erfolgreich. Er kann es bei dem Barkeeper erfragen. Architekt. Mein Lord. Bei dieser Bar-Expedition sich etwas von Strukturen dort abschauen? Ja, mein Lord. Ich erwarte Resultate. Natürlich, mein Lord. Kylo. Der Schmuggler macht sich auf den Weg. Hierher? Ja. Sehr gut. Würdest du dich alleine um weitere Springer kümmern? Und versuch, die besten Alters zu finden. Ja, Meister. So, ich statte mal mein Para aus, dass ich dann immer besser und schneller erkenne. Weil meiner ist ja anderes. So, Raptore, fehlen zwei Sattel, sehe ich gerade. Den Airspringer haben wir ja beim letzten Mal verloren. Zwar nicht so schnell wie ein Gleiter, aber es sollte gehen. Captain Phasma. Captain Phasma. Dann muss ich es machen. Wow, wir haben nur Ends. Ernsthaft? Oh, was fällt denn du? Hinlegen. Nehmen Sie diesen Schrank und informieren Sie den Architekten, dass es hier ist. Wir haben aber auch hinten die Ringerkiller. Mit denen haben wir herausgefunden, dass man auch Steine zermahlen kann. Okay. Wenn Sie das lieber nutzen möchten. Ja, ich hab etwas Angst mit diesem wertvollen Abbau Dings. Den Steinschneider. Den Steinschneider so weit vom Lager zu entfernen. Dass ich von großen Tieren überfallen werde. Der Lord hat sie angefunkt, aber das kann keine andere, soweit ich weiß. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord, ich bin gerade an der Basis angekommen. Ja, das ist sehr gut, dann brauchen wir auch nicht zu funken. Könnten Sie dafür sorgen, dass alle meine Sturmtruppler eine primitive Form von diesem Fernrohr bekommen? Natürlich wird's gemacht. Ich werde dafür weitere Kristalle in die Basis bringen.
Kalle und Bescheid. Bringer holen. Mal mit Dodo nicht klettern, das ist ja doof. Dodo kann man nicht klettern, das ist ja echt doof. Luft geworfen. Ah doch. Der Server ist eingestellt, dass man selbst hiermit nicht das Level erfahrt. Dann braucht er schon wirklich die Hilfsmittel, die man anderweitig braucht, um rauszufinden, welches Level das ist. Ich weiß, dass wir Ledermangel haben und Fibermangel. Deswegen bringe ich das Leder muss sofort in die Base. Und wo es das lagern tut. Da ist doch Leder. Erstmal ist unsere Sichelmesser hier irgendwo zu finden. Mein Leute, ich bin damit bereits unterwegs. Dann fertige ich eins an. Dann machen wir einfach, falls noch einer will. Was ich nicht glaube, aber. Ich habe gerade Fehler gemacht. RP-mäßig. Und bin Trophiegewissor. Sorry. Ich hätte für das Sichelmesser nicht herstellen. Wissen Sie, was das für eine Waffe ist? Ich war länger nicht da und habe vergessen, woher ich sie habe. Das ist der Standardblaster. Also keine Imperale. Soll ich die andere nehmen? Das ist ein E11 Blaster, das ist der Standard, die Standardbewaffnung eines Stormtroopers. Ach so. Ach so! Mein Imperator. Doppler. Die Durchschlagskraft des Tieres ist so mächtig, dass der den Stein in kleine Feuersteine zerschmettert, aber für Metall ist es äußerst geeignet, mein Herr. Das Tier vermag es sogar, die Metalladern zu brechen? Ja, mein Lord. Aber für Steine ist es zu heftig, der Schlag. Also, es ist. Es zerbröselt mehr, okay. Ja, es wird in kleine Teile zerbrochen, die für mich unbrauchbar werden. Aber man kann den Feuerstein, die kleinen Steine trotzdem verwenden, um Zündpulver herzustellen, mein Lord. Da wir ressourcentechnisch mit dem Steinschneider sehr viel Energie verbrauchen, ist das eine gute Alternative. Ja, vielleicht sollte man sich nach einem Tier umsehen, was auch so, was etwas kleiner ist, aber auch eine Keule als Bewaffnung mit sich trägt. Was nicht ganz so stark ist. Dafür müssen wir die Umgebung weiter erkunden. Ich werde dies mit meinem Schüler vornehmen. Informieren Sie den zweiten Sturmtruppler 151 über Ihre Erkenntnis mit dem Tier. Er arbeitet nämlich noch mit dem Steinschneider. Wie erwünscht, mein Lord.
Ich bin dann auf Expedition, für weitere Tiere zu finden. Viel Glück, mein Lord. Stormtrooper? Ja. Mit denen folgen Sie mir. Oberst, das Tor kann offen bleiben. Wie ihr wünscht, mein Lord. Mindestens bis ich durch bin. Sehen Sie dieses Tier, Stormtrooper? Ja. Schauen Sie mal hier hinten. Es hat eine mächtige Keule als Bewaffnung, als natürlichen Schutz. Mit der sind wir in der Lage, Metall zu zerbrechen und Steine in so kleine Strukturen zu zerhauen, dass wir damit daraus Feuerstein bekommen. Interessant. Also wenn Sie Metallfarben sammeln sollen oder Feuersteine, dann nehmen Sie am besten dieses Tier, weil unser Plasmaschneider zu viel Munition braucht, um im Kosten-Nutzen-Faktor uns von Nutzen zu sein. Ich mache das gern, einfach mal bei der anderen, beim Roleplay zuzuhören. Ich mache das gern. Vor allem habe ich dort die Kontrolle, wer wie gut im Roleplay ist. Und so unser Architekt, der macht sich eigentlich sehr gut. Falls ihr hier mitmachen wollt, Ausrufezeichen Server RP in der Chat und ihr kriegt alles, was wir zum Joinen brauchen. Und des Weiteren wäre es halt gut, dass wir bei unsere Admins vorbeischauen. Vorher. Wir mit euch kurz besprechen, wie man euch am besten ins Roleplay integriert, weil wir haben hier schon eine laufende Story. Dass ihr doch besser eingearbeitet werdet. Und die überlegen sich, was für euch euch reinzubringen. Und ja, entsprechend danach auszustatten. Wenn er Roleplay-technisch noch jung sind, also unerfahren, würde jetzt nicht Noob sagen, aber jo, die meisten werden es unter Noob-Bezeichnung besser verstehen. Wenn er Roleplay-technisch noch ein Noob sind, dann wäre es gut für euch, Sturmtruppler zu spielen. Ich brauche übrigens trotz allem auch Sturmtruppler. Also Sturmtruppler ist kein Noob. Ne? Mir sieht es ja am Architekten, Sturmtruppler zum Beispiel. Er hat sich eine Aufgabe rausgesucht und Roleplay-technisch ist er eigentlich auch sehr gut. Es gibt ein paar Hapser, aber diese Hapser mache ja auch ich. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Sichel hergestellt. Ich hätte dürfen keine Sichel herstellen. Na, wisst ihr, was ich meine? Oder mal Versprecher. Passiert. Kann vorkommen. Selbst bei meinen Admins habe ich im Hintergrund mal einer im Flugmodus gesehen. Ja, das habe ich dann auch schon ins Roleplay verpackt. Also, es gibt immer wieder kleine Fehler. Also, nicht schlimm, aber so große Charakter, ihr wollt Yoda sind oder ihr wollt Darth Vader sind oder so eine größere Persönlichkeit, na, dann sollte man halt schon ein bisschen was drauf haben im Roleplay. Und bei so großen Rolle müssen wir halt auch immer bei der Streamzeit dosen. Wir werden jetzt mal versuchen, tägliche Streamzeiten dieses Roleplay einzuführen. So, dafür habe ich auch schon eine Feed abgesetzt. Ja, dann sieht man dann, wenn er ein bisschen runterrolle. Bin gerade unterbrochen. Und ja, Dosina, wann die Streamzeiten sind. Wir setzen im Moment 2 Tage an. Das wäre der Dienstag und der Samstag. Beide 8 Uhr bis 11. Das sind dann 3 Stunden, die da dabei sein müssten. Wäre ganz cool, wenn man sich, wenn man noch mehr finden würde. Hi, Burak. Rex, willkommen im Stream, ihr zwei. Ich
sammelt er jetzt gerade ein bisschen Narkobeere. Wir haben zwar eine Garde, aber trotz allem muss man ja immer noch ein bisschen mehr organisieren. Und dann mache ich mich los in die Tierwelt. Nur wie der leuchtet mit dem Kopf. Was war? Hey, ist der Anasch da? Ach so, okay. Er hat bei Alarm an. Wie das aussieht. So, ich habe neue Sache hergebracht. Captain Phasma, ich habe mich ein wenig in der Schmiedekunst versucht, aber es ist dumpf und krumm und es rostet. Könnten Sie sich da mal drum kümmern, dass bessere Qualität? Ich werde mein Bestes geben. Ich lasse das, glaube ich, mit der Schmiedekunst wieder. Ich lasse das lieber Sie machen, die sich damit auskennen. Mein Imperator. Ja, ich habe jetzt mal ein Experiment gestartet aufgrund der Durchschlagskraft des Tieres. Wir vermögen sogar damit die kristallinen Form zu zerbrechen. Beeindruckend. Überaus das Tier. Das Tier trägt keine Verletzung davon. Nicht im geringsten, mein Lord. Diese Keule ist sehr, sehr mächtig. Ich werde versuchen, eine der Kreaturen im besten Alter zu finden. Das wäre sehr effektiv, mein Lord. Haben Sie von Captain Phasma schon die primitive Form hier von einem Fernrohr bekommen? Negativ, mein Lord. Captain Phasma ist hier Exemplar. Ah. Flott. Vor Ihren Füßen. Captain Phasma, ist meine Sichel von Ihnen repariert worden? Ist wieder komplett einsatzfähig. So schlecht war die Qualität von Ihrem ersten hergestellten Produkt gar nicht. Hören Sie auf zu schleimen. Geben Sie her. Ich habe sie noch auf der Werkbank liegen. Sturmtruppler 151, sollten Sie nicht irgendwelche Ressourcen beschaffen? Ich hab gewartet, bis der Bedarf fertig war, um Sie zu fragen, wie ich meine Rüstung reparieren kann. Weil es hier schon sehr brüchig. Legen Sie Ihre Rüstung hier oben in den Druiden und nehmen Sie sich dann unten aus dem Schrank eine Ersatzrüstung. Yeah.